Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für einen Kartoffel-Paprika-Linsen-Eintopf. Wir benötigen dafür eine große rote Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, eine große rote Paprika. Ich habe jetzt kleinere Paprikas, deswegen verwende ich zwei. Insgesamt 450 Gramm festkochende Kartoffeln, 200 Gramm rote Linsen, eine Dose stückige Tomaten. Es geht weiter mit 750 Milliliter Gemüsebrühe, natürlich auch etwas Salz sowie Olivenöl, einen Teelöffel gemahlener Curry und einen Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel sowie einen halben Teelöffel Chiliflocken und zu guter Letzt noch einen Esslöffel Paprikapulver. Ihr könnt da Edelsüß oder Rosenscharf nehmen, ganz wie ihr mögt. Ich werde es so machen, dass ich den Esslöffel, also ich werde einen Teelöffel Rosenscharf und einen Teelöffel Edelsüß nehmen. Also ja, könnt ihr für euch entscheiden. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe schon mal alles vorbereitet, und zwar habe ich meine rote Zwiebel klein gewürfelt. Meine Knoblauchzehen habe ich geschält, die werde ich mit der Knoblauchpresse pressen. Wenn ihr keine Knoblauchpresse habt oder das gerne klein schneiden möchtet, schneidet ihr einfach die zwei Knoblauchzehen genauso fein klein, genau. Die Paprika habe ich auch klein geschnitten und die Kartoffeln geschält und ebenso in kleine Stücke. Die 200 Gramm rote Linsen habe ich schon abgewogen und meine 750 Milliliter Gemüsebrühe habe ich auch schon drüben auf dem Herd gekocht. Genau, die kann auch ruhig abkühlen. Und jetzt habe ich in einen großen Topf etwas Olivenöl hineingegeben und werde zuallererst meine Zwiebelwürfel andünsten und danach noch die Knoblauchzehen dazugeben. Zu meinen angedünsteten Zwiebelwürfeln presse ich meine zwei Knoblauchzehen hinein. Wie gesagt, ansonsten packt ihr den Knoblauch fein und gebt ihn jetzt dazu. Alles auf höchster Stufe. Jetzt werden wir die Gewürze beifügen. Und zwar einen Teelöffel gemahlenes Currypulver. Einen halben Teelöffel Chiliflocken. Ihr könnt da natürlich auch gerne mehr nehmen, wenn ihr es schärfer haben möchtet. Einen Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel. Ich hoffe, da reicht bei mir noch. So, geht genau aus. Und einen Esslöffel Paprikapulver. Wie gesagt, ich werde edelsüß. Und rosenscharf einfach zusammen mischen, also halb-halb gefühlsmäßig. Ihr könnt aber auch nur edelsüß oder nur rosenscharf nehmen, ganz wie ihr möchtet. So, das Ganze jetzt kurz alles gut vermischen. Und nun geben wir auch schon zum einen die roten Linsen dazu. So wie die ganzen Paprika- und Kartoffelwürfel. Das Ganze löschen wir jetzt mit den gestückelten Tomaten ab, mit der ganzen Dose und natürlich mit der Gemüsebrühe. Haben wir auch fast alles im Topf drinnen, genau, bis auf das Salz. Und das Salz werde ich erst nachher noch dazu geben und abschmecken. Da in der Gemüsebrühe ja, je nachdem welche ihr verwendet, ob ihr die selbst gemacht habt oder eine fertige nehmt, schon genug Zucker, genug Salz, meine ich, drinnen ist. Und genau, deswegen lasse ich das Ganze jetzt, also den Herd stelle ich jetzt auf halbe Stufe zurück. Und das Ganze muss jetzt auf halber Stufe, ihr könnt auch einen Deckel drauf geben, circa 15 Minuten lang köcheln, bis die Flüssigkeit eben nicht mehr so flüssig ist und natürlich die Kartoffeln auch gar sind. Also 15 Minuten solltet ihr das schon drinnen lassen. Ihr seht das ja dann, wenn sich das die ganze Masse eben bindet zu einem Eintopf. Genau, und also danach schmecke ich das dann nur noch mit Salz ab und würze das noch. Und jetzt in der Zwischenzeit, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, Petersilie benötigen wir noch. Ihr könnt frische Petersilie nehmen oder tiefgekühlte.
Und ich habe jetzt nur tiefgekühlte leider da und keine frische. Deswegen werde ich, wenn der ganze Eintopf fertig ist, das noch mit Salz abschmecken. Und dann noch die Tiefkühlpetersilie, so 1 bis 2 Esslöffel, hier unterrühren. Und dann wäre das Ganze servierbereit. Ansonsten könnt ihr jetzt noch die frische Petersilie waschen, klein hacken und ebenso am Ende, nachdem ihr mit dem Salz abgeschmeckt habt, noch ein wenig Petersilie unterrühren und natürlich auch frisch garnieren, wenn ihr möchtet. Ihr Lieben, mein Kartoffel-Paprika-Linsen-Eintopf ist nun fertig. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, ihr könnt etwas erkennen, weil ich es schlecht kippen kann. Ja, ich habe am Schluss noch mit Salz abgeschmeckt und mit der tiefgekühlten Petersilie. Da habe ich so knapp über 2 gehäufte Esslöffel Tiefkühlpetersilie noch untergemischt. Ja, und eine halbe Minute noch kochen lassen. Ihr könnt aber auch gerne frische Petersilie klein fein hacken, untermischen und natürlich auch noch zum Garnieren zusätzlich drüber geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Es ist wirklich eigentlich sehr schnell gemachter Eintopf, sehr gesund, schmeckt auch super lecker. Und wie gesagt, mit der Schärfe, Chiliflocken könnt ihr auch noch variieren, mehr oder weniger nehmen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es ausprobiert. Ich verlinke euch unten in der Infobox auch gerne noch weitere vegane Eintöpfe, die ich auch schon abgedreht habe. Schaut da also auch gerne unten vorbei, genauso wie auf meinem Instagram-Account. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.